Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LOL News. Endlich mal wieder ist es eine am Start, diesmal an einem schönen Dienstag. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern fangen gleich an mit dem ersten Spot. Die LCS ist vorbei, somit gibt es nicht viel zu besprechen. Trotzdem gibt es ein paar Themen. Anfangen möchte ich mit einem Statement von Xpicke. Es ging ja so ein bisschen durch die Social Media Sachen durch. Der eine oder andere wird es vielleicht auch mitbekommen haben, dass Xpicke jetzt irgendwie Origin verlässt. So ist zumindest das Gerücht entstanden, weil Power of Evil Origin beigetreten ist. Das offizielle Statement von einem Video auf dem Kanal von Origin ist jetzt aber ganz aufklärend geworden. Xpicke sagt, in letzter Zeit hat er sich sehr, sehr viel mit LoL beschäftigt und trotzdem möchte er ein bisschen mehr Zeit für sich haben, aber nicht gleich unter dem Druck stehen, dass sein Team dadurch schlechter wird. Somit haben sie sich Power of Evil, einen wirklich sehr starken Midlaner, ins Boot geholt, der jetzt nun offizieller Sub von Origin ist. Das heißt, es ist der Zweitspieler. Wenn mal jemand krank ist oder so, kann er gut einspringen. Besonders aber in dem Falle, wenn Xpicke nicht spielt, spielt jetzt Power of Evil, was auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Match ist für dieses Team. Ich bin schon sehr gespannt auf die All-Stars im Dezember. Und somit habe ich einen perfekten Übergang geleistet, denn bei den All-Stars kann man jetzt voten, welches Team einem für welche Region vertreten soll. Also schaut mal in die Beschreibung, da ist auch ein Link, da könnt ihr abstimmen. Ich glaube, die Abstimmung läuft noch und dann könnt ihr für euer Team voten, was dort bei den All-Stars vertreten sein soll. Kommen wir über zu einem anderen Thema und zwar zu einem sehr kritischen Bug, wo Riot zwar dran arbeitet, aber sie den Champion nicht sammeln. Ich spreche von Teemo. Oh nein, jetzt spricht er wieder von Teemo, dieser Feeder. Nein, es ist wirklich schrecklich, diesen Bug zu haben als Teemo, wenn man Teemo selber spielt. Denn sobald man einen Schwurm auf ein gegnerisches Stealth-Ward packt, explodiert dieser Schwurm automatisch und es erscheint so eine komische Textform. Seht es so kurz hier in diesem kleinen Clip. Freaking trinkets. But it won't, it's only when it dies. Ja, das war's dann auch schon. Wenn ihr Themen habt, wenn euch noch irgendetwas auffällt, was in der LoL-Szene so passiert ist, schreibt es auf Twitter, folgt mir gerne auch auf Twitter, dort schreibe ich immer mal gerne so Sachen. Und sonst schreibt es mir einfach unten in die YouTube-Kommentare rein, dort lese ich es dann auch dann bestimmt. Und somit bleibt mir noch nur zu sagen, LoL News sind immer noch Chefsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.